Hallo, wir machen heute Erbsen mit Minze. Dazu haben wir, wie das Rezept schon sagt, Minze schon mal vorgehackt. Dann haben wir Butter zum Anbraten, ein bisschen Zitronenschale, Salz und das sind Erbsen, die sind schon abblanchiert. Abblanchieren bedeutet, dass ich die in kochendes Wasser, viel Wasser, bei grünem Gemüse immer viel Platz, viel Wasser reingebe mit Salz, viel Salz, das erhält die Farbe. Das dann bissfest abkoche und dann abschrecke mit kaltem Wasser, bis das Gemüse eiskalt ist. Jetzt nehmen wir Butter und schmeißen dann, wenn die Butter heiß ist, die Erbsen dazu und schwenken die kurz an. Dann geben wir eine bis zwei Zitronenschalen dazu. Ein bisschen Salz. Wenn Sie jetzt die Minze dazugeben, ist es wichtig, dass Sie die Minze erst zum Schluss reingeben, weil die Minze sonst an Geschmack verliert. Die wird ausgekocht, das schmeckt einfach nachher nicht mehr so gut. Deswegen gebe ich die Minze gern zum Schluss rein und lasse es dann noch so ein bisschen mitziehen, aber nicht allzu lange, dann schmeckt die ganze Sache einfach. So, das sieht soweit ganz gut aus. Nehmen wir bloß die Zitronenschalen raus. Die soll man nämlich nicht mitessen, das schmeckt bloß bitter. Das sind die Erbsen mit Minze, ist eine wunderbare Beilage. Das war's auch schon wieder. Ich freue mich, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ciao.